Hallo und herzlich willkommen und alles Gute nach München. Bayern, ich sage, München ist nicht Bayern. Ja, die hatten ganz lang auch eine andere Regierung. Ich weiß nicht, wie es zurzeit aussieht. Ist es immer noch SPD? Ich glaube nicht mehr, ne? Naja. Oh. Hat die auch eine Maske auf? Bist du eine Hexe oder war? Zeig mal. Was hast du da? Eine wackelige Kamera auf jeden Fall. Ey, ich sehe die Grenze in der Map. Naja. So wie die Geister gestört. So wie ihr die Geister gestört habt. Ich kann nicht reden. So wie ihr die Geister gestört habt, stört ihr auch mich. Aus welchem Grund seid ihr hier? Ah, Shiva Weißfeder sagte mir, ich könnte ihre Hilfe gegen die Geisterarmee finden. Hilfe von diesem Haufen? Wenn ihr auf deren Hilfe vertraut, steht ihr allein da, wenn es schwierig wird. Doch wenn ihr auf diesem Unsinn bestehen wollt, dürft ihr gern mit den Gefangenen sprechen. Seid gewarnt. Vor zweien habt ihr nichts zu befürchten, doch hütet eure Gedanken vor dem dritten. Oho, wieso? Was ist denn mit dem? Können wir dich untersuchen, alte Frau? Ja, tatsächlich. Tirza, toller Name, ist die Aufseherin des Gefängnisses von Mulsantir. Wie ihr Name schon vermuten lässt, sieht diese übel gelaunte Hexe alt aus. Ach, die Alte. Ihre Lippen wirken ständig verkniffen, vielleicht weil ihr sonst die Zähne ausfallen. Wer hat denn diesen Text geschrieben? Achso, wirklich. Mächtiger Krotzneck. Hallo, mächtiger Krotzneck. Die groben, brutalen Züge und kräftigen Muskeln dieses Humanoiden verleihen ihm ein furchterregendes Aussehen. Trotz dieser Art, der Art seiner Umgebung, wirkt er eigenartig friedlich. Ja, hinter Gittern ist es leicht, friedlich auszusehen. Na, Krotzneck, willst du mit uns plaudern? Alte Plaudertasche. Naja, gut, so ist es besser. Was wollt ihr etwa von mir? Ich brauche starke Krieger wie euch, die mir helfen, Okku, den Bärenkönig zu töten, besiegen. Interessiert? Ich erwarb meinen Namen in der Schlacht, doch keine Hand erhebe ich gegen die Geister. Ihr Einfluss ist groß und ihr Gedächtnis sehr lang. Nicht, wenn wir sie alle vernichten. Jemand wie euch sah ich noch nie. Was seid ihr? Es ist eine Vettelbrut. Die Mutter war eine Vettel, der Vater ein armer Tropf, sagt Chip oder Joab, der Taschendieb. Ruhe, Winsley, ich kann mich selbst sprechen für mich. Er spricht die Wahrheit. Wegen meines Erbes bin ich ausgestoßen. Warum? Ihr könnt doch nichts dafür, wie eure Eltern waren. Es spielt keine Rolle. Für die Rashemi bin ich eine Missgeburt, die das Leben nicht wert ist. Und seid ihr deswegen hier? Nein, da waren drei, deren Spott mich rasend machte. Meine Klinge sprang zuerst heraus und so warte ich hier. Warten worauf? Dass er gehängt wird, was sonst? Oder vielleicht wird er von der Klippe geworfen. Ich weiß nicht, wie das alles so ist. Genug, Wensling, sprech nicht meine Worte. Was? Ach so. Er will für sich selbst reden. Okay. Drückt sich vielleicht etwas sonderbar aus. Vielleicht auch ein Teil seines Erbes, man weiß es nicht. Ich bin nicht durch eigene Schuld in dieser Existenz als Ausgestoßener gefangen. Ich erwarte mein Los mit Freude und dann finde ich Friede. Na, glaubst du, Celebrimbor? Geht jetzt. Ich wünsche nicht länger mit euch zu sprechen. Los, los, verzieht euch. Ja, okay. Entschuldigung, auf Wiedersehen. Joab, der Meister Hobbit. Ist auch tatsächlich ein Hobbit. Hey Bilbo, was machst du? Wie kommst du in diese Gitter hinter? Wenn ihr mich fragen wollt, was ihr Krotzig gefragt habt, dann gebe ich euch dieselbe Antwort. Nein! Welches Verbrechen habt ihr begangen? Es gab da ein Missverständnis bezüglich des Eigentums einiger Münzen. Totaler Mumpitz eigentlich. Die ich beim Besuch des Bazars hier fand. In den Taschen von anderen Leuten. Natürlich habe ich die Hexen einem Einheimischen geklaut und nicht mir. Ich nehme nicht an, dass die Münzen sich im Beutel eines anderen befanden, als ihr sie gefunden habt, oder? Hey, ich bin nur ein Reisender aus Lurien.
Luiren. Fantasy-Namen. Ein Traum. Ich hatte nicht einmal Gelegenheit zu erfahren, was die Gebräuche hier sind, ehe es zu diesem Missverständnis kam. Vielleicht findet man da Sachen in Münzen, Münzen in Sachen in Taschen. Das weiß ich doch nicht, die Angewohnheit hier. Hört mal, ihr habt euer Angebot gemacht, ich habe abgelehnt und das war's. Mehr gibt es nicht zu besprechen. Das war sehr direkt. Gut, dann geh halt weiter auf deinen Abort-Eimer. Und auf zum dritten. Das sieht ja schon sehr interessant aus mit dieser Tür. Aha, ein Bannkreis. Ich denke, wir gehen gleich wieder. Warte, warte. Wir machen das jetzt episch. Aber es gibt, glaube ich, sowieso eine Zwischensequenz. Wir gucken ihn erstmal an. Gan. Gan. Hey, Gan. Die Frisur schon. So Justin Bieber, hey. Oh, ich glaube, ich finde hier keine richtige Perspektive, oder? Außer so und so. Vielleicht. Dann können wir diesen tollen Kreis hier einmal angucken. Oh, das ist doch gut. Das ist doch sehr schön. So. Hallo. Gan ist groß und auf markante Weise gut aussehend. Sein Lächeln ist zynisch und sein Auftreten wirkt gleichgültig. Seine Haut hat einen schwachen bläulichen oder violetten Schimmer. Ein Vermächtnis der Nachtvetteln, die ihn zur Welt brachte. Anders als andere Vettelbrutmänner, die von einem Menschen und einer Vettel abstammen, ist Gans Gesicht weder tierhaft noch unansehnlich. Aber die Raschemi sind ihm gegenüber dennoch misstrauisch. Wow. So ein Angeber. So ein Angeber. Mir, Wärter, die in Nein, meinem nein, Käfig nein, ruhte. nein, nein, Ich wollte mich jetzt, gerade ich für hab einen den. schönen Oh Traum Gott, hinsetzen. nein. Da kamt ihr und habt es verdorben. Ach, ich hab gewusst, dass irgendetwas stimmt hier nicht. Mal gucken, ob er das noch macht. Ich muss hier noch was umstellen. Alles in Ordnung und endlich haben wir richtig Sound, ne? Also das habe ich ja schon ein bisschen vermisst vorhin. Ich habe mich auch nicht gewundert, wir hatten in der Folge davor hier überhaupt gar keine Gespräche und jetzt eben wieder. Jetzt sprechen wir halt nochmal mit Gan. Den ersten Teil des Dialogs haben wir jetzt halt leider nicht. Das mit, oh, wer kommt denn hier, um an meinem Gitter zu rütteln? Oh, an einem persönlichen Gittergarn. Ihr schon wieder? Was bringt euch dazu, wie ein Geier um meine Zelle zu kreisen? Es geht gar nicht so gut, weil du hast ja so eine niedrige Decke. Ich suche Rekruten. Für was für ein Verbrechen hat man euch denn eingesperrt? Mein Verbrechen? Ein wahrlich schweres. Ich bin einfach zu hübsch, um angesehen zu werden. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich selbst hinter Gitter bringen muss, um Bewunderer fernzuhalten. Wenn ihr deswegen hier seid, müsst ihr euch hinten anstellen, fürchte ich. Bäh. Oh, was für ein Idiot. Oh je. Ich halte mich schon irgendwie zurück. Also, weißt du, zum Glück trage ich diese Maske, sonst würdest du auch umfallen. Gut, nicht, dass ihr euch noch lächerlich macht. Ich bin vielleicht ein Krimineller, aber ich verlange, dass sich Besucher in meiner Gegenwart benehmen. Sonst wird es chaotisch. Nun sagt schon, dieses Geplänkel ist zwar erheiternd, aber es muss euch noch etwas anderes hergebracht haben, außer der Aussicht, mit mir zu reden. Oh, ich konnte es gar nicht erwarten, als mit dir zu sprechen. Also wirklich, das ist. Ich suche Rekruten, ja. Ich suche Rekruten, um Mulsand hier zu beschützen. Habt ihr Interesse? Ihr sucht Soldaten. Da seid ihr an der falschen Zelle. Weder In. bin ich töricht noch verzweifelt genug, um die Barbaren oder Täger zu bekämpfen. Geht und sucht ein Armenhaus, um etwas Kupfer zu verteilen. Das könnte eher etwas bringen. Aber ich habe doch nur Gold, verdammt. Deswegen. Ich brauche Hilfe, warte mal. Ich kann mit den Wächtern hier reden, damit sie die Zaubern eurer Zelle entfernen. Wie wäre das denn? Niemand hält mich gegen meinen Willen fest. Ich habe mir hier freiwillig Unterschlupf gesucht, Fremdling. Die brüllende Heerschar vor den Toren wird nur schwer hierher finden. Durch die Schutzzauber, mit der meine fürsorgliche Aufseherin diese Zelle belegt hat, bin ich einigermaßen sicher. Aber obwohl sie in der Verzauberung von Geistern relativ geübt ist, musste ich noch einiges selber ausbessern. Gute Augen, eine ruhige Hand und ein angenehmes Wesen sind drei der Dinge, die ihr fehlen.
Ich kann dir vergeben, betrachtet man die. Oh. Bravo, spornt mich mit mehr Schmeicheleien an. Ich meine, wenn es einen Anführer gäbe, dem ich folgen würde, warum nicht jemandem mit so inspirierenden Worten? So denn, unterhaltet mich. Warum sollte jemand wie ich euch in eine so hoffnungslose Schlacht folgen? Um Unterhalt zu kassieren. Nein. Weil ihr mich die ganze Zeit über nicht gebeten habt zu gehen. Und ich glaube, das hat einen Grund. Na nein, na, Swings, nicht zu viel einbilden. Mir scheint es, als würde es euch in der Geisterwelt genug Einfluss für die nächsten Jahrhunderte verschaffen, wenn ihr einen Bärengott besiegt. Seid ihr ein solcher Falken, dass ihr euch hier versteckt? Nee. Wir machen mal Diplomatie. Na, Einfluss, Einfluss. Ah, also Oh. versucht ihr meinen Stolz vorzuführen. Für was für einen prachtgebundenen Narren haltet ihr mich? Obschon ich gestehen muss, eure Sichtweise ergibt Sinn und kommt meiner angeborenen Vermessenheit entgegen. Dann sehen wir doch mal, was wir tun können, um euren Stolz zu füttern. Ein exzellenter Einwand. Ich denke, das verheißt Gutes für unsere Reisen. Sehr schön. Ihr habt einen willigen Soldaten an eurer Seite. Sollen wir dann aufbrechen? Und bitte, lasst uns der Aufseherhexe auf unserem Weg nach draußen einen Besuch abstatten, sodass ich ihrer sanften Seele Respekt zollen kann. Aber gern doch, du redegewandter Narr. Befehl erteilen. Auf die Knie! Lüstling! Folgling? Ach, könnt ihr mal hinterherkommen, bitte? Ich bin heute nicht so wortgewandt. Ah, endlich treffen meine Augen wieder auf eure Schönheit, meine Matrone der Zellen. Der Fremdling hier ist mit euch verflucht, Vettelbrut, und ich bin froh, euch endlich los zu sein. Ihr seid nichts als Ärger für mich und diese Stadt. Solltet ihr wirklich froh sein, mich loszuwerden, schöne Matrone? Glaubt nicht, ich hätte das Verlangen in euren Augen nicht gesehen, als ihr die Runenkreise auf meinem Zellenboden maltet. Was sind das für Lügen? Augen voller Verachtung sind die einzigen Augen, die ich für euch übrig habe. Pfui! Aber kein Grund, die Gefühle, die ich in euch weckte, zu verbergen. Euer Alter lässt euch nur runzlig wie eine Trockenpflaume erscheinen. Ich sehe, was durch eure Gedanken tanzt, während ihr hier im Gefängnis die langen Tagstunden verträumt. Was für ein Typ. In den goldenen Wäldern von Urling sangt ihr einst eine Hymne an die Sonne und träumtet, sie wäre der Schild eines Kriegers, der über euch wacht. Und solch Leidenschaft in diesem Lied, sogar jetzt noch gibt es euch Kraft. Ihr seid ein gefährliches Wesen, Traumwandler. Die Geschichten über euch sind wahr, und viele verletzt ihr mit euren Pfeilen aus Wort und Witz. Glaubt nicht, wir wären für das Leiden anderer taub, da ihr sorglos durch ihre Gedanken und Träume stapft. Fort von meinen Gedanken, ich warne euch. Stimmt das, was sie sagt? Ja, sie spricht die Wahrheit. Ich bin, was alle Bauern mit reifen Töchtern fürchten, der maskierte Schurke, der in der Glut der Gedanken ihrer süßen Kinder tanzt und Spuren hinterlässt, die weder Wind noch Zeit verwehen. Und altes Mütterchen, glaubt nicht, euer Geist böte mir keine Pfade, um sie entlang zu schlendern. Solche Gedanken bei einer alten Frau eures Alters, jede Bauerntochter mit glühenden Schenkeln würde sich schämen. Also, der redet auch ein Scheiß daher. Ihr seid ein Dieb, ein Wortverdreher. Und ich lese auch keine Erotikromane, das sind alles wichtige Schriftrollen da hinten auf dem Tisch. Dann geht und trefft auf die Geisterarmee. Doch meinen Segen habt ihr nicht. Jetzt nicht und niemals. Oh Garn, jetzt hast du es verdorben. Gut, aber bevor wir zur Geisterarmee gehen, werden wir erst einmal später, ich meine, wir haben jetzt Mittag, aber wir werden später erst einmal ein bisschen im Schattenmulsand hier rumlaufen. Nächstes Mal. Und ich würde sagen, so ein tolles Gespräch zum Abschluss einer Folge, die einem Geburtstagskind gewidmet ist am 17.02. Ja, die hat es ja nicht anders verdient. Also, ja.
Das Geburtstagskind hat es nicht anders verdient, als ein Gespräch mit Garn anhören zu müssen. Ich weiß nicht, das könnte jetzt fast schon als Beleidigung aufgefasst werden. Wie dem auch sei, herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt am 17.02. Geburtstag haben. Freut euch, feiert schön. Und dem Rest wünsche ich, dass der Rest der Woche noch einigermaßen angenehm vergeht. Für die Geburtstagskinder natürlich auch. Ja, bis dahin also. Oh, sind die Vögel laut. Bis dann also und, drückt mir die Daumen, dass die Technik nicht mehr ganz so viel rumspackt. Bitte. Bis zum nächsten Mal in Wohlsandtier am Montag, den irgendwas 22. Kann sein. Ja. Bis dann. Ciao.